flex it, baby. Aus Deutscher Meister, Johannes Lukas. Man muss Spaß haben. Yes! Komm her. Guten Morgen, Sportsfreunde. Mein Name ist Johannes Lukas. Es ist genau 2 Jahre her, dass ich meinen letzten Bodybuilding-Wettkampf bestritten habe. Und wie ihr sehen könnt, ist die Form ganz gut. Und ich habe mir gedacht, jetzt hast du 14 Wochen Bulls-Good-Diet hinter dich gebracht, machst du doch einfach mal wieder einen Bodybuilding-Wettkampf und versuchst deinen Titel zu verteidigen, gehst wieder auf die Ostdeutsche Meisterschaft, genau wie vor 2 Jahren. Natürlich werdet ihr mich dabei begleiten, denn ich habe die Kamera mit im Gepäck und nehme alles, was wichtig ist, auf, wie es mir geht, was ich erlebe und natürlich, wie der Wettkampf läuft. Ne? Viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Kurzer Formcheck. Das kommt auf der Kamera sowieso nie so richtig rüber. So, die blinken mir noch die Beine. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich mein Geschlechtsteil verstecken will. Aber so langsam, ne, für die hier die Streifen außen, sind die Teilungen zwischen den einzelnen Muskeln. Und man braucht natürlich eine sogenannte Landkarte, falls man sich mal verläuft oder Google Maps nicht mehr funktioniert. 113,9. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Gestern war es auch 115,1. Mit 113,8 habe ich gerechnet. Jetzt haben wir noch 12 bis 14 Stunden bis zum Wettkampf. Jetzt gilt es, die Form zu konservieren, wenn nicht sogar noch ein bisschen knuspriger zu machen. Guten Morgen, Instagram. Ihr seht hier die Vlogcam. Das heißt, ich nehme euch heute wieder den ganzen Tag mit auf den Wettkampf. Die Farbschicht ist drauf. Form passt im Moment auch. Und nochmal schnell eine Vakuumpose mit dem Instagram Wallrun. Das allererste, was ich mache, ist meinen Vitalzustand, meine Regeneration testen über die HRV, die sogenannte Herzratenvariabilität. Je größer die Variation, desto fortgeschrittener ist meine Regeneration. Oh, mein Stresslevel ist auf 95%, Regeneration 30%, Ruhepuls 90. So, für alle, die doch nicht kennen, was ist so ein Entwässerungstee, ne? Grüner Hafertee. Trinke ich speziell immer nur vor Wettkämpfen, wenn man mal irgendwie ein bisschen Wasser loswerden will. Reis. 500 Gramm Hühnchen. Ich habe zwar leider noch 2 Stunden Zeit bis zur ersten Mahlzeit, denn es ist erst um 5. Aber ich kann mir hier schon mal vorbereiten. Ihr wisst ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Das sind jetzt 120 Gramm Reis. Von dem Hühnchen mache ich mir nur ganz wenig rein, weil am Wettkampftag selber brauchst du halt einfach nicht mehr viel Eiweiß. Ne? Aufgeladen mit Kohlenhydraten habe ich mich nicht. Ich habe vielleicht 500 Kalorien mehr gegessen, aber das Makronährstoffverhältnis verändert, also mehr Kohlenhydrate und weniger Eiweiß. Das muss ja auch noch alles verdaut werden und alles, was ich im Darm habe oder im Magen, das bringt mir auf der Bühne gar nichts. Das muss ja verdaut sein und im Muskel angekommen sein. Und dann sieht es auch gut aus. So, den Tee lasse ich jetzt schön 20 Minuten köcheln. Ja, Mahlzeit. Den gönne ich mir jetzt, den kleinen Espresso. Für Genießer. Den Rest des Tages ist meine Aufgabe, die Füße irgendwie hochzulegen. Ja? In dem Fall lege ich sie hoch auf der Couch und schneide an dem sogenannten Sonntags-Diät-Oldschool-Diet-Vlog. Denn ihr wisst ja, seit 14 Wochen kommen jeden Sonntag um 17 Uhr Videos und die nächsten 3 oder 4 Wochen werden in jedem Fall noch welche folgen. Mahlzeit Nummer 1, Reishühnchen mit Zimt oben drüber, als Topping quasi. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Immer schön kauen. Meine Frau bereitet schon für den morgigen Tag alles Leckere vor. Das wird nämlich ein richtiges Festmahl. Und das hier wird mein Kuchen morgen. Lecker. Haferflockenkuchen mit Eiklar und diesmal sogar Früchten. Denn eigentlich ist es ja doch ein Cheat Day. In der Oldschool Diet ist ja alles, was nicht Reis, Hühnchen, Brokkoli, Eiklar oder Haferflocken ist, ein Cheat. Also wenn ihr wissen wollt, was es bei mir an dem Tag nach dem Wettkampf alles zu essen gab und wie viel Kalorien am Ende dabei rauskommen, dann verpasst nicht den nächsten Vlog. Mahlzeit Nummer 2. Ich habe mir die letzten 2 Stunden Entspannungsmusik reingehauen. Das ist das Wichtigste am Wettkampftag. Man muss im Prinzip den Tag zur Nacht machen, gerade wenn man spät abends dran ist. Denn morgens hat man immer die beste Form und hält am wenigsten Wasser im Körper. Mahlzeit. Wir sind auf dem Weg zum Wettkampf. Wisst ihr, was noch ein ausschlaggebender Grund dafür war, dahin zu fahren? Wir haben Heimspiel. Wir sind in 10 Minuten mit dem Auto vor Ort. Richtig geil. So, und da sind wir auch schon im Freizeitforum Berlin-Marzahn. Jetzt erstmal schnell
schnell zur Abwaage und anmelden für den Wettkampf. Danach Farbe machen. Wir müssen noch warten. Und ich habe hier gerade den ersten Biss in meine Reiswaffe gemacht. Und jetzt würde ich ihn sogar Reiskeks nennen. Jetzt verdient er diesen Namen. So geil. Oh. Wenn ihr lange auf was verzichtet, ne? Ich schwör's euch, irgendwann schmeckt es euch alles wieder. Und jetzt gibt's die professionelle Farbe vom Profi Team Proten. Flex it, baby! Und jetzt kriege ich noch meine Startmarke, die mir dann hoffentlich Glück bringt. Einmal die 138 für Johannes, die Info für die deutsche Meisterschaft, für die du dich hoffentlich qualifizierst. Meinst du, ich qualifiziere mich? Ich drücke dir jedenfalls die Daumen nach. Drücke ganz fest. Ey, ihr glaubt nicht, wer hier gerade gekommen ist. Überraschungsbesuch. Yes! Smart Games ist im Haus. Wisst ihr, was geil ist? Wie geil ist das denn? Also vor ein paar Monaten lag ich noch hier und Johannes war als Coach tätig und jetzt ist es... Johannes liegt selber hier. Ja. Ich kann gerade so ein bisschen nachvollziehen oder mitfühlen. Oh, komm her. Schaut mal, wer mich aus Hamburg extra besuchen kommt. Tobias, wir sind auch da. Ja, anfeuern. Eigentlich. Lukas, gib mir mal die Telefonie. Läuft bei uns. So, und jetzt nehme ich euch mit zu diesem Magic Moment. Marmelade auf Reiswaffel. Denn in ungefähr anderthalb Stunden werde ich dran sein. Und ich hoffe, wir können jetzt so noch ein bisschen Druck in die Muskulatur zaubern und nachher ein paar Adern rausdrücken. Oh ja. Böser Zucker. Ich habe jetzt richtig Bock auf Wettkampf bekommen. Ich bin von Stunde zu Stunde irgendwie, wie ich sagen, selbstbewusster, aber selbstsicherer geworden und gedacht, ach, heute kann ja alles passieren. Ich kriege langsam wieder meine alte Routine, meine Bodybuilding-Routine rein und jetzt fängt es langsam an, richtig Spaß zu machen. Dieser Bodybuilder ballert 1000 Gramm Kohlenhydrate. Ich garantiere es euch, das tut er wirklich. Hier sind die ersten 150 Gramm Kohlenhydrate, 300 Gramm Hähnchen und ein bisschen Brokkoli. Das ist schon die Mahlzeit Nummer 3 jetzt. Gab schon Frühstück, Reisflocken. Wie viel hast du jetzt nach deiner Diät insgesamt zugenommen? Ich glaube, heute Morgen hatte ich 136, 18, 19 Kilo, ja. Die Masse kommt. Mal sehen, wie lange das bei mir dauert. Guckt euch das mal an, hier ist hier los. Von vorne, von hinten. Das große Finish. Brutal, der macht das. Die Paparazzi sind auch am Start, guck mal. Von der Ostdeutschen Meisterschaft. Neben mir steht der Herr Smart Games Battle. Anwesend. Und wir sind heute dabei, diesen jungen Mann hier zu beobachten. Big Cross Baby. Jetzt ist es soweit. Ja, Mann, viel Glück. Wir haben 8 Leute. Vorsichtig!
auch am Start. Na, ich hab's überlebt. Mir geht's richtig gut. Aber man hat gesehen, dass du Spaß hattest. Ja, ich hab Spaß gehabt. Ja. Und darum geht's, Leute. Man muss Spaß haben. Yes! Und wie war's? Bin dir gefallen. Mega. Man merkt, dass du schon öfters auf der Bühne standest. Ja. Fühlt sich darum wohl. Weißt, was du machst. Johannes hat mir damals immer erklärt, man muss sich auf der Bühne sehen. Heute hat Johannes ein bisschen den Entertainer rausgespielt. Ja. Du hast immer auf dich aufmerksam gemacht. Mhm. Also das machst du richtig, richtig. So muss das. Wenn ich schon nicht den ultimativen Körper habe, dann muss man ja alles rausholen, ne? Best version of you. Du weißt nicht, ob es reicht. Man kann nicht beurteilen, wo man sich platziert, wenn man sich selber nicht neben den Menschen sieht. Ja. Also jeder, der sich am Wettkampf über seine Platzierung aufregt, der liegt einfach falsch. Richtig starkes Teilnehmerfeld. Muss man auch sagen. Für eine regionale Meisterschaft. Wahnsinn. Und bleibt abzuwarten, was auch in Deutschland los ist. Ey, da stehe ich hier und warte auf die Siegerehrung. Das ist Maulwurfkuchen. Oh fuck, der mit den Bananen drin, der ist richtig geil. Habe ich euch schon gesagt, dass ich heute meinen niedrigsten Kalorientag hatte? Ich habe knapp 2000 Kalorien bis jetzt. Siegerehrung, Leute, Siegerehrung. Peace out, Deutsche Meister. Und nach der Beinbewegung der Gewinner des Best-Posing-Pokal mit der Startnummer 37, Patrick Festerling aus Seehofen. Schon wieder? In emotionalen Momenten soll man nicht filmen. Ich weiß, es ist eigentlich nur eine popelige ostdeutsche Meisterschaft. Aber dass ich das hier nochmal schaffe, hätte ich echt nicht gedacht. Sorry. Ich bin halt emotional. Na und? Ja. Und gut, läuft bei Ihnen. Mit dem Shirt kann ich es mehr schief bringen. Das kenne ich aus der Oldschool-Seite. Jasper Carven, der Lauch, kennt ihr den? Direkt aus Bangkok oder wo bist du? Ein verrückter Hund, Mann. Bali, wir haben schon fast 3 Uhr morgens, aber das ist so spannend. Ja, schade, dass du nicht dabei warst. Krafttraining ist wichtig. Krafttraining ist gut. Das Beste, was du machen kannst. Birk Luther, kurzes Feedback zum Wettkampf. Du bist nur so braun im Gesicht. Das tut mir leid, dass ich nicht abgekriegt. Du bist genauso braun, du warst nicht beim Wettkampf, Vogel. Ich war auch hier. Ja, aber du hast nicht mitgemacht. Gratuliere dir, mein Kleiner. Dankeschön. Wirklich. So, wir sind angekommen im Marco Polo Stammrestaurant. Nach der Meisterschaft ist es quasi Pflicht. Absolut. Dickerchen. Ja. Heute geht's ich happy, happy. Ich gratuliere dir, ja. Alles gut. Es geht heute das Haus, oder? So, wer will mein Bruschetta haben, das gebe ich ab. Da ist mir zu viel Fett und Öl drauf. Das bekommt man mit Sicherheit nicht. Oh, meine Frau hat sich nicht lumpen lassen. Boah, geil. Yeah. Wir sind jetzt zwar ein bisschen asozial, aber das ist hier okay. Das ist ein Stammrestaurant und wir bestellen ja noch ordentlich Essen. Boah. Der Görki ist mittlerweile auch eingetroffen und ich habe schon fast meinen Salat aufgegessen. Und wisst ihr, was ich euch mitteilen muss? Ich habe wie so eine Art Rauschzustand. Es geht los, Leute. Oh yeah. Aber wenn das mal kein Foto wert ist, oder? Guck mal die Kartoffel an. Außen knusprig. Genauso muss sie sein, Bobo. Gedünstetes Gemüse, 200 Gramm Rind, 2 Folienkartoffeln. Das müsst ihr sehen, das Fleisch zergeht richtig auf der Zunge. Man muss nicht mal richtig kauen. Beste an so einer Oldschool-Diet. Die Geschmacksnerven sind alle wieder on point. Leckerchen. Ich hab Essen, Pizza. Görkis Pizza ist erschienen. Was ist denn da drauf? Hühnchen, Brokkoli, Ei? Ei und Pizza. Pizza. Pizza auch ein bisschen. Hier gibt's nochmal Nachschlag. 100 Gramm Steak. Zack. Ich habe nämlich noch viel zu viel Gemüse und Kartoffel übrig. Bobo, ich muss hier was beichten. Bitte schön. Ich habe mich aufs Klo gesetzt und vergessen, dass ich hier noch Farbe dran habe. Und jetzt ist der Klodeckel eingesaut. Richtig. Das ist mein Ernst. Du kannst nicht böse sein. Das musst du mir zur Not in Rechnung stellen. Aber es war auch schon ein ganz alter Klodeckel. Wettkampf Bodybuilding Lifestyle. So ist das. 3 Kilo von der Wettkampfform entfernt. Görki, zeig her. Ist die Anabolisch? Ich tanke jetzt noch mal ein bisschen frische Luft. Ich habe den ganzen Tag nur in der Halle rumgelegen. So kann ich noch ein bisschen akklimatisieren, das ganze Revue passieren lassen. 3500 Kalorien heute gehabt. Ich denke, das ist im Rahmen. Der Bauch ist so voll von dem ganzen Gemüse. Ich
bin echt gespannt, was die Waage morgen sagt. Mein Kopf sagt mir, Johannes, komm, du musst Beine trainieren morgen. Dieses Salzbad gönne ich mir jetzt. Link in der Bio, nicht nur zur Muskelentspannung, sondern auch, um die Farbe loszuwerden. Meine Frau hilft mir gleich noch beim Schrubbeln mit diesem Peeling hier. Die Form passt noch. Man sieht auf jeden Fall, er wird jetzt noch voller, ne? Mittlerweile 0.30 Uhr, so sieht das Ganze aus, wenn wir fertig sind. Fertig sind wir noch lange nicht, denn die Wanne muss ja danach noch sauber gemacht werden. Meine Frau ist da sehr akribisch. Das gibt's uns an. Ja, muss man einfach machen. Ich hoffe, euch hat dieser Wettkampftag-Vlog gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie schwer ich morgen war, ob ich zum Training gehe und was mir alles in den nächsten Wochen bis zur Deutschen Meisterschaft passiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn ich verspreche euch, es werden weitere Videos folgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.